Willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. So, bin sehr gespannt, wenn die Agro-Tiere kommen, ob das hier funktioniert. Und wahrscheinlich sind die Batterien dann auch komplett leer. Deswegen habe ich hier erstmal vorne schon das Licht ausgeschaltet. Mal gucken. So, wir müssen heute Ken erstmal losschicken. Das mache ich jetzt gleich mal. Expedition, uraltes außerirdisches Schiff. Was? Ach so, nee, wir müssen hier hin. Raumschiffschrott, das war das, ne? Raumschiffschrott, da haben wir nur 3 Tage Zeit, genau. Da will ich Ken hinschicken. Let's go. Ach, hier müssen wir die Sprache lernen. Okay, warte. Wo können wir das lernen? Hier wahrscheinlich. Können wir ja eine Sprache erlernen. Hier, alte Sprache, 5 Tage. Wir haben genug Daten. Ach so. Aber da habe ich jetzt erstmal andere Prios, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern nehme ich diese hier. Auch Energiezellen und so fände ich erstmal sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, sie kriegt noch eine Eingebung, dass es schneller geht. Wir gucken mal. So. Wer kocht? Warum machst du schon wieder Benzin, Joko? Aber gut, wir brauchen für die Flammenwerfer ja auch Benzin, ne? Das stimmt. Für die Flammenwerfer brauchen wir Benzin. Wow, nice. Wir kriegen Kauzeug. Hier, guck mal. Gemüse. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Das heißt, es kann dann bald auch mal wieder ein bisschen was Cooles gekocht werden. Fleischeintopf, Fleischpastete, Gemüseeintopf, Rauchblattee, Gemüsesuppe. Brot? Was? Wieso kommen die denn jetzt von der Seite? Kann mal einer bitte Sender, die Sender schläft? Wir hatten hier so eine Knifte, so eine heftige. Lara. Lara, kannst du mal bitte hierher kommen? Lara, wo bist du? Da. Ich meine, da ist jetzt keiner drin im Grab, ne? Aber, oh mein Gott. Shit. Okay, wir müssen... Nee, Ken ist nicht da. Ich hatte ja noch gespeichert, Gott sei Dank. Alle, die Fernkampfwaffen haben... Hierher. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Oh, diese Kackviecher, ne? Ah, er funktioniert! Er funktioniert! Geil! Joko? Moment. Okay, wo sind die alle? Alle hierhin. Sofort. Nice, der Laser. Ihr müsst mehr hierher kommen. Kommt mal hierher, Leute. Bringt die ganzen Kackviecher mit.
So, seid ihr alle noch am Leben? Okay. Okay. So, hier vorne bitte. Einmal die Viecher hier wegmachen. Und den da auch. Okay, naja, das war jetzt irgendwie... Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass das Gerät funktioniert. Ihr könnt jetzt wieder andere Sachen machen. Aber... Ah, ich weiß auch nicht. So, okay, warte mal. Einfach erstmal hier... Ich möchte gerne, dass diese Glatsches geschlachtet werden. Schlachten. Schlachten. Den hier schlachten. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Zeug, bisschen Essen, bisschen ekelhaftes grünes Fleisch. So, die beiden auch. Schlachten. Schlachten. So. Das müsste jemand machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man da Prio 1 haben muss, damit das direkt gemacht wird. Das weiß ich halt nicht, ne? So, hier wartet irgendjemand auf Behandlung. Alle warten auf Behandlung. Wer kümmert sich denn jetzt? Maki. Maki kümmert sich. Ich glaube, du müsstest dich erstmal um Yoko kümmern. Weil die hat einen Blutungsschaden. Okay. Machen wir den Lichtschalter an. Ich hätte halt gern diesen Tag-Nacht-Kreislauf oder Tag-Nacht-Sensor, damit das automatisch angemacht wird, wenn es Nacht ist. So, okay. Schafft ihr das, Leute? Das dauert aber alles lange. Ne? Jetzt kommt natürlich auch wieder ein Unwetter, ganz klar. Wer kann denn diese ganzen Sachen jetzt hier mal schlachten? Hier ist auch noch so ein Mistvieh. Warte mal. Wurde das geerntet oder ist das kaputt gegangen? Kaumwurzel wurde geerntet, ne? Oh mein Gott. So, Lara erholt sich. Wir haben nichts zu essen hier. Das ist nicht gut. Wer hat noch gekocht? Lara. Wenn Lara sich jetzt erholt, kann sie danach wieder kochen, richtig? Yoko erholt sich. So, Lara. Bitte mach Dinge. Wir brauchen... Ich sehe nichts. Hallo. Völlig durchnässt. Ja, toll. Tut mir leid. Aber du musst Essen machen. So, Sender, wo bist du? Er repariert das Flutlicht. Wir haben das Flutlicht kaputt gemacht. Expedition abgeschlossen. Hier gibt es einige Trümmer, aber ich habe nichts Besonderes Interessantes gesehen. Na toll. Die Abschutzstelle brennt immer noch und es ist gefährlich, mit ihr zu arbeiten. Also werde ich mir die Stelle für zukünftige Besuche vormerken. Okay, alles klar. Komm zurück. Joko, unten. Yoko, kannst du bitte mal... kannst du bitte mal...
Alles. Kannst du die bitte alle? Schlachten? Bevor du jetzt gleich wieder Benzin machst. Okay, der Laser war. Wir müssen eigentlich. Mehrere Sensoren aufbauen. Eigentlich müsste man um die ganze Basis herum Sensoren aufbauen. Diese Fliegeviecher sind leider nicht so zu steuern, wie ich das gerne hätte. Was man halt noch machen könnte, wäre in die Basis so ein Raketenwerfer oder sowas. Oder so ein Laser. Ich meine, der hat gut funktioniert, ne? Genau, Joko, hol mal ein bisschen von dem Fleisch. Das ist echt gut. Das nimmst du dann gleich mit, kannst das verarbeiten. So. Okay. Hier wird als nächstes gebaut. Also Sender hat hier schon mal was reingepackt. Die neuen Solarzellen, dass wir hier gut Strom haben. Irgendjemand müsste jetzt noch mal die Lampe wieder anmachen. Das wäre ganz gut. Repariere Wand. Die haben hier richtig heftig gewütet, ne, diese Kackviecher. So, Joko trägt Fleisch rein, du trägst die Knollen rein. Dann lasse ich Lara gleich mal hier den Lichtschalter anmachen. Sehr gut. So. Danke. Sehr schön. So, Christa macht CPU-Montage. Ja, wir brauchen das. Dann geht sie was essen, aber wir haben kaum noch was. Shit. Joko, bitte kochen. Völlig durchnässt. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn wir auf keinen grünen Zweig kommen. Das ist immer, hat man hier tausend Sachen zu tun und ich komme hier irgendwie nicht zu Rande. Es sind einfach zu viele Sachen, die gemacht werden müssen. Vielleicht ist auch das Areal zu groß oder was. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht müssen mehr Leute bauen. Warte mal. Wir kommen ja nicht vorwärts. Beim Konstruieren. Also Joko muss kochen. Joko muss einfach nur kochen. So. Ken. Das Holzfäller. Konstruieren. Das ist mir ja alles zu wenig. So, Lara auch konstruieren. Let's go. Also hier müssen mehr Leute bauen einfach. Das geht so, das dauert einfach zu lange. Ja, Joko ist am Arsch. Hier ist jetzt noch was? Wir haben nur noch eine Nahrung. Oh no. Also eigentlich müssen wir Leute haben, die immer kochen. Wir haben zwei Leute, die kochen. Immer. Wir müssen aber auch Leute haben, die immer konstruieren. So. Go. Sonst dauert das einfach zu lange. Was fehlt denn hier hinten eigentlich noch? Hier so.
Haben wir keine Electronics mehr? Doch, 47. Na gut, dann, wieso geht Lara eigentlich nicht schlafen? Dann mach doch einfach das. Letzten davon. Hm? Bau doch mal ein bisschen. Wenn du dich langweilst, wenn du so wach bist. Ja, die ist ausgeruht, die hat gepennt. Durch die Verletzung wahrscheinlich, ne? Okay. Wir brauchen mehr Hände hier. Joko, du sollst kochen. Du sollst gar nichts anderes machen als kochen. Mach Fleischeintopf oder so. So, sehr gut, Lara. Dann kannst du gleich noch... Ah ja, kannst auch da weitermachen von mir aus. Das ist okay. Hier muss ja irgendwer das Tor zumachen. So, Sender baut jetzt hier weiter. Das ist gut. So, Ken kommt wieder. Juhu! Und geht direkt hacken. Maki? Wo bist du? Am Essen. Lara baut Festung. Was machst du gerade? Ah, fermentierst. Okay. Was? Unzureichender Lagerplatz. Was bedeutet das? Hier drinne. Ja, dann pack das doch woanders hin. Was? Mach das doch hier rein. Ein Kühlschrank. Verstehe ich nicht. Warum machst du das da nicht? Hä? Moment. Fermentiertes? Können da jetzt keine fermentierten Sachen rein, oder? Doch, hier, eingelegtes Gemüse. Kann doch da rein. Kühlschrank, natürlich. Wieso ist das hier deaktiviert? Was ist da los? Natürlich müssen da rohe Lebensmittel rein. Ach, der war kaputt, oder? Und deswegen hat er das jetzt... Ach du Scheiße. Ja, great. Was ist hier? Sirup brauchen wir da natürlich nicht. Getreide muss da jetzt auch nicht rein. Öle und Fette müssen da auch nicht rein. Aber Gemüse und Fleisch möchte da bitte rein, ja. Warte mal. Moment, Joko. Joko. Nimm das mal mit und pack das mal woanders hin. So. Pack das mal in den Kühlschrank. So, Ken. Ken ist schon zusammengebrochen. Alles klar. Toll. So, hier wird gebaut. Das finde ich sehr gut. Was können die jetzt besser? Die können jetzt in 24 Stunden 100 Strom machen. Und der hier? Nee, was... Warte, nee, was? Produktion 272... Der kann mit 20 versorgen und der kann doppelt so viel. Okay. Wir lassen die anderen aber stehen, ne? So, Joko kocht. Perfekt. Ken wandert rum.
Sender schläft jetzt. Was? Was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn her? Der Aufenthalt im Freien während dieser Katastrophe verursacht unangenehme Atemnot und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit. Längeres Ausgesetztsein kann eine Blutvergiftung verursachen. Solarzellen liefern weniger Strom, Pflanzen wachsen langsamer, Farmpflanzen verlieren Gesundheit. Was? Was ist das denn jetzt? Hört auf damit! Ken! Alle rein. Ken kann ich leider nicht retten. Ich kann leider Ken nicht retten. Ich weiß nicht, was ich da jetzt tun soll. Oh no, ist das kacke. Ach, Mist. Das hat, also ich kann die sowieso nicht irgendwie... Was soll ich denn machen mit denen? Ich meine, die machen doch eh, was sie wollen, oder? Ja, Ken, I don't know. Und wenn die jetzt alle einen Lungenschaden kriegen, was dann? So, und irgendjemand müsste vielleicht auch noch... Maki macht die Pflanzen gerade. Christa forscht. Joko kocht. Sender baut. Lara baut. Und Ken isst. Möchte gerne, dass Ken, wenn er gegessen hat, die ganzen Viecher hier schlachtet. Das ist mir wichtig. Dass sie hier verschwinden. Oh, Gott sei Dank kocht Joko jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, schlachten. Kurzatmigkeit. Jetzt geht's nämlich los. So eine Kacke. Schlachten. So, ich lasse den mal ganz kurz hier die ganzen Viecher fertig machen, ne? Kann das mal aufhören mit dieser giftigen Asche? Das ist auf jeden Fall neu dazu gekommen. Das hatten wir ja vorher noch gar nicht. Wahrscheinlich durch das Update mit den anderen Monden, kann ich mir vorstellen. Es hört einfach nicht auf, ne? Oh mein Gott. So, das alles weg. Muss aber auch noch eingesammelt werden, ne? Und jetzt bau bitte die 33 Fallen. Gut, let's go. Obwohl eigentlich Feierabend ist. Eigentlich dürfte er gar nicht. Was ist mit Christa? Was hat sie? Wieso war sie gerade verletzt? Oder lag das jetzt an dem... Das lag wahrscheinlich daran, dass sie draußen war, ne?
Lunge. Oh Mann. Nun gut. Ja, es hört einfach nicht auf. Was ist hier mit diesem... Warum baut das keiner? Oh ne, Ken, geh mal bitte... Geh mal bitte schlafen. Der bricht mir gleich zusammen. Aber die Fallen sind wichtig. CPU-Kern ist auch wichtig. Ah. 44%, oh mein Gott. So, dann bau mal. Können wir mal ganz kurz, Sender, bevor du schlafen gehst, den hier nochmal fix fertig machen? Das wäre ganz cool. Und ich glaube, Ken bricht uns gleich zusammen, ne? Geh mal dahin. Geh mal schlafen, Schatz. Es reicht. Es reicht. Nicht hacken gehen, sollst schlafen gehen. Geh doch schlafen. Wo schläft denn der normalerweise? Hier? Hier? Sender. Christa. Joko. Hier, ne? So, geh mal schlafen. So. Perfekt. So, Sender bringt das Zeug rein. Ich hoffe, hier wird noch mehr reingetragen. Das wäre ganz cool. Dass das Fleisch hier einfach mal genutzt wird. Das hört nicht auf mit diesem scheiß Ascheregen. Oh mein Gott. Das ist ja grauenhaft. Meine Pflanzen werden auch alle ruiniert. Oh no. So, okay. So, Christa geht forschen. Weiter, das ist gut. Guck mal, was sie hier alle Verletzungen haben. Shit. Es hört einfach nicht auf. So, Joko kocht. Perfekt. Ken geht jetzt schlafen und dann können wir ihn eigentlich nochmal auf eine Expedition schicken, ne? Hm. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir aber erstmal ein bisschen Benzin. Wir haben Benzin. Lara? Oh nein. Oh shit. Berserker, die verprügelt jetzt irgendwelche Sachen, ja? Oh no. Oh no. Ich kann sie nicht mehr steuern. So, ich beschleunige nochmal eine Runde. Kurzatmigkeit. Das ist alles Kacke. Hör auf damit! Die verprügelt einfach unsere Wände. Oh no. Naja, gut. Ich hoffe, es repariert dann auch jemand.
So, da wird weitergebaut. Und zu Holz. Sehr gut. Was ist eigentlich mit dem Ofen? Warum baut denn hier keiner was? Das hat irgendwie funktioniert, dass seitdem ich das umgestellt habe, überhaupt nicht mehr hier, dieser ganze Scheiß. Alles Kacke. Wir haben zwei Leute auf Konstruktion. Okay, Sender macht da hinten die Dinger. Na gut, es ist einfach zu viel, was zu konstruieren ist, ne? Es ist einfach viel zu viel. Verstehe. Naja, ich lasse sie mal arbeiten. So, Sender. Sender ist kurz vorm Zusammenbruch ebenfalls. Ich habe das Gefühl, ich sollte alle konstruieren lassen, damit wir mal fertig werden. Kann man denn auch zum Beispiel sagen, dass man die alle aktiviert und dann, dass die Sachen bauen sollen, alle? Hm. Naja, egal. Es geht ja vorwärts. So, wir haben wieder ein bisschen Essen. Das ist sehr gut, aber diese kackgiftige Asche hört einfach nicht auf. Das ist wirklich ein Problem. Baue Windrad. Sehr gut. Was holst du denn da jetzt? Okay, okay, okay. Und dieses Teil hier muss nur gebaut werden. Es muss einfach nur gebaut werden. Wir haben kein Holz mehr. Traum. Ein richtiger Traum. Okay, wer hatte zuletzt gehackt? Das war Ken. Ken ist immer noch Holzfäller, ist alles gut. Er wird dann wahrscheinlich auch hacken gehen, wenn er aufgestanden ist. Wieso geht er jetzt wieder schlafen? Hä? Naja, ich hinterfrag das jetzt nicht. Wahrscheinlich war das alles falsch gerade. Er hätte gar nicht schlafen dürfen, ne? Aber der war schon so fertig, dass ich ihn nicht noch länger foltern wollte. Nun gut. Ihr Lieben, wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Dann sind wir hoffentlich bald so weit und können CPU-Kerne bauen, damit wir dann diesen hier bauen können und den da und den Tag-Nacht-Sensor plus den Temperatursensor, also das Thermometer, also der Tempostat? Was? Der heißt nicht Tempostat. Was rede ich? Thermostat. Was? Hä? Na gut, ihr wisst schon Bescheid. Ja, also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Mhm.